Wenn du wissen willst, wie du die Anschaffungskosten einer Immobilie richtig berechnest, dann schau dir auf jeden Fall dieses Video an. Und um kein weiteres Video zu verpassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Viel Spaß! Bei jedem deiner Objekte musst du die steuerlichen Anschaffungskosten berechnen. Diese Rechnung fällt einmalig im Jahr des Erwerbs an und ist nicht weiter problematisch. Vielmehr steigen mit der richtigen Strategie bereits die Chancen auf deine erste Steuererstattung. Um die Anschaffungskosten deiner Immobilie soll es heute in diesem Video gehen. Gemäß § 255 Absatz 1 Handelsgesetzbuch gehören Aufwendungen, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und diesen in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, zu den Anschaffungskosten. Für deine Immobilie bedeutet dies, dass der Kaufpreis und die Erwerbsnebenkosten zu berücksichtigen sind. Der Kaufpreis ist der Geldbetrag, den du an den Veräußerer gezahlt hast. Er kann aber auch in übernommenen Belastungen auf dem Grundstück oder anderen Gegenleistungen bestehen. Zu den Erwerbsnebenkosten gehören unter anderem Notarkosten, insbesondere das Erstellen und Abwickeln des Kaufvertrages. Nicht zu den Anschaffungskosten gehören allerdings im Bereich des Notars die Kosten der Grundschuldbestellung. Hierbei handelt es sich um Nebenkosten der Finanzierung und somit um bereits im Jahr der Verausgabung abziehbare Werbungskosten. Das gleiche gilt für die Kosten des Grundbuchamtes. Während die Eintragung des Eigentümerwechsels zu den Anschaffungskosten des Objektes zählt, handelt es sich bei der Eintragung der Grundschuld um laufende Werbungskosten als Nebenkosten der Finanzierung. Weiter gibt es Maklerkosten und die Grunderwerbsteuer. Diese kannst du leider nicht laufend geltend machen und musst sie in voller Höhe den Anschaffungskosten zurechnen. Es gibt noch viele weitere Kosten, die durch den Immobilienkauf entstehen können, aber nicht die Regel sind. Im Zweifel wird die Finanzverwaltung daran interessiert sein, die Kosten zu den Anschaffungskosten zuzuordnen. Da du allerdings als Investor den ersten Aufschlag hast, solltest du stets darauf achten, möglichst viel in die laufenden Werbungskosten zu legen, da diese sich direkt steuerlich bei dir auswirken. Gemäß § 9a ESTDV können Anschaffungskosten ab dem Zeitpunkt der Übertragung von Nutzen und Lasten, das heißt ab dem du wirtschaftlicher Eigentümer bist, über die AFA, also Absetzung für Abnutzung, steuerlich geltend gemacht werden. Laufende Werbungskosten werden dagegen gemäß § 11 Absatz 2 Einkommensteuergesetz im Jahr der Verausgabung geltend gemacht. Ich habe dir hier ein Beispiel mitgebracht, das wir einmal durchrechnen wollen. Der Kaufpreis unserer Eigentumswohnung beträgt 100.000 Euro. Für die Notarkosten erhalten wir eine Rechnung von 2.000 Euro. In diesen sind 400 Euro für die Bestellung der Grundschuld enthalten. Das Grundbuchamt schreibt ebenfalls eine Rechnung über 500 Euro, wovon 100 Euro für die Eintragung der Grundschuld vorgesehen sind. Der Makler verlangt übliche 5,95% und die Grunderwerbsteuer beträgt in Sachsen 3,5%. Wie hoch sind also die Anschaffungskosten? Du kannst das Video hier gerne einmal pausieren lassen und eine Schattenberechnung durchführen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf 111.450 Euro. Sie setzen sich zusammen aus 100.000 Euro Kaufpreis, 1.600 Euro Notarkosten, da 400 Euro direkt laufende Werbungskosten darstellen, aufgrund der Nebenkosten der Finanzierung. Das Grundbuchamt schlägt mit 400 Euro zu Buche, das heißt, wir sind bei 102.000 Euro. Hinzu kommen 5.950 Euro für den Makler und die Grunderwerbsteuer in Höhe von 3,5%. Im Ergebnis liegen wir bei 111.450 Euro Anschaffungskosten und 400 Euro für die Grundschuld des Notars und 100 Euro für die Grundschuld des Grundbuchamtes, also 500 Euro laufender Werbungskosten, die du direkt im Jahr der Zahlung geltend machen kannst und deine erste Steuererstattung bekommst. Kommen wir zum Thema Kaufpreis. Aufteilung. Um den steuerlichen Absetzungsbetrag zu erhalten, musst du den Kaufpreis auf Grund und Boden und Gebäude aufteilen. Die Kaufpreisaufteilung wird mit der ersten Steuererklärung nach einem Neuerwerb für die gesamte Laufzeit des Investments fixiert. Es ist damit äußerst wichtig, zu diesem Zeitpunkt die richtige Wahl zu treffen. Bei der Kaufpreisaufteilung ist erstrebenswert, einen möglichst hohen Betrag dem Gebäude zuzurechnen, da von diesem steuerlich die AFA berechnet wird. Der Wert des Grund und Bodens unter dem Gebäude unterliegt hingegen keiner Abnutzung durch die Bewohner und kann nicht abgeschrieben werden. Der steuerliche Wert ist daher irrelevant und möglichst gering zu halten. Theoretisch soll nach den fiktiven Kaufwerten für Grund und Boden bzw. Gebäude aufgeteilt werden. Das heißt, du musst dir vorstellen, das Gebäude und den Grund und Boden einzeln zu verkaufen und nach diesen Verkehrswerten dann deinen gesamten Kaufpreis aufzuteilen. Das ist theoretisch möglich, praktisch würde aber niemand sein Gebäude ohne den Grund und Boden verkaufen. In der Praxis haben sich folgende Aufteilungsmöglichkeiten herausgebildet. Es besteht zum ersten die Möglichkeit, im notariellen Kaufvertrag bereits Werte festzulegen. Da der Ansatz im Zivilrecht allerdings gestaltbar ist und für die steuerliche Beurteilung nicht bindend, gehen bei dieser Vorgehensweise schnell die Argumente für deine Bewertung aus. Es kann sich um Gestaltungsmissbrauch nach § 42 Abgabenordnung handeln. In solchen Fällen
Fällen wird der Ansatz durch die Finanzverwaltung verworfen und ein eigener Wert ermittelt. Hier solltest du also darauf achten, wenn du diese Möglichkeit wählst, möglichst auch realistische Werte zu nehmen. In der Praxis hat sich die zweite Methode herausgestellt und das ist die 80-20-Methode. Hierbei entfallen 80% auf das Gebäude und 20% auf den Grund und Boden. Es ist eine Pauschale und es wird für dich leicht nachzuvollziehen sein, dass das in der Praxis niemals richtig sein kann. In verschiedenen Lagen kann das nicht den realistischen Wertverhältnissen entsprechen und kann somit stets auch von der Finanzverwaltung überprüft werden. Besonders in Metropolen wie Hamburg, Berlin, München wird das in der Regel auch getan. Dann argumentiert die Finanzverwaltung mit der dritten Möglichkeit und zwar der Aufteilung gemäß BMF-Rechner nach Verkehrswerten. Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Rechner entwickelt, welcher die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, also des höchsten deutschen Gerichts in Finanzrechtsfragen, widerspiegelt. Anzugeben sind dort die Grundstücksart, das Baujahr, die Wohnfläche, Grundstücksgröße, Bodenrichtwerte und Modernisierung. Der Rechner stellt dann nachvollziehbar dar, wie die Anschaffungskosten im Verhältnis des Miteigentumsanteils zerlegt werden und durch mögliche Modernisierung aufgewertet werden. Hier habe ich dir einmal einen Ausschnitt aus diesem BMF-Rechner mitgebracht. Oben siehst du die Adresse, dann, dass es sich um eine Eigentumswohnung handelt, mit dem Kaufvertragsdatum, ursprünglichem Baujahr, Miteigentumsanteil, was hier sehr wichtig ist, und der Nutzfläche. Es handelt sich um einen einfachen Dreisatz, wie im unteren Bereich der Berechnung die Fläche auf deinen Miteigentumsanteil berechnet wird und dein Gebäudeanteil mit den Quadratmetern mal Herstellungskosten multipliziert wird. Durch Modernisierungsmaßnahmen kannst du den Herstellungskostenanteil erhöhen und somit den Wert deiner Wohnung, des Gebäudeanteils, für dich optimieren. In diesem Fall ist leider der Grund- und Bodenanteil mit fast 70% immens hoch und das Objekt steuerlich nicht ideal. Zuletzt bleibt die Möglichkeit, ein unabhängiges Wertgutachten anfertigen zu lassen. Da in einem solchen Gutachten allerdings die gleichen Faktoren gelten, wird das Wertverhältnis in der Regel nur um einige Prozentpunkte variieren. Da es sich um einen erheblichen Kostenaufwand für ein Gutachten handelt, ist die Möglichkeit für Privatinvestoren eher uninteressant. Anders kann es sich verhalten, wenn mit den zuvor genannten Methoden mit dem Finanzamt nicht auf einen Nenner gekommen wird und die steuerliche Auswirkung den Aufwand amortisiert. Auch hierzu habe ich dir einmal ein Beispiel mitgebracht. Wir gehen mit den Anschaffungskosten aus dem oben genannten Beispiel, also 111.450 Euro, in die nächste Runde und wollen den Kaufpreis auf Grund und Boden und Gebäude aufteilen. Im Kaufvertrag wurde nichts vereinbart, also kommen wir zu dem Pauschalansatz von 80-20. Der Gebäudewert würde bei dieser Methode 89.160 Euro betragen. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Daten in den BMF-Rechner einzugeben. Da das Gebäude umfassend modernisiert wurde, stärkt sich der Gebäudewert und wir erhalten ein Gebäude von 94.521 zu dem Grund und Boden von 16.929 Euro. Die Differenz von 5.361 Euro stellen für dich eine höhere Abschreibungsbemessungsgrundlage dar und ein höheres Absetzungsvolumen solltest du über 50 Jahre investiert sein. Unsere Learnings aus diesem Video: Die Anschaffungskosten solltest du sorgfältig ermitteln und keine Rechnung außen vor lassen. Es ist gut, wenn du möglichst viele Kosten als Werbungskosten direkt laufend geltend machen kannst, da diese direkt die erste Steuererstattung für dich bedeuten. Du solltest stets alle Methoden der Kaufpreisaufteilung durchrechnen, da diese für dich ebenfalls zum Vorteil wirken können, vor allem über den gesamten Investitionszeitraum gesehen. Die Anschaffungskosten für das Gebäude stellen die Bemessungsgrundlage für die Absetzung für Abnutzung dar und stellen damit für dich den wichtigsten Part dar. Aus den oben genannten Gründen ist ein hoher Gebäudeanteil für dich als Investor stets erstrebenswert.